Seid ihr herzlich willkommen. Das drei Fragezeichen Orakel. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel buchen, dann ist es persönlich. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Diese Aufnahme erscheint am 8. Mai. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond in Mondhaus Kritika. Über diesem Mondhaus herrscht das goldene Tor der Ekliptik. Und das besteht aus den Hyaden und Plejaden. Sie bilden sich hier ein goldenes Tor. Und Mond bewegt sich in diesem Tor und das wirkt auf unserem Leben, auf unserem Alltag. Wir erreichen auch diesem goldenen Tor. Ich vergleiche das oft mit Frau Holle. Hier entscheiden wir uns, sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? Je nach unserer Einstellung, sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Die Gewinner oder die Verlierer? Wir orientieren bei diesem Tor und das wirkt auf unserem heutigen Tag. Und jetzt schauen wir an, was die Bilder zeigen. Seinen Gedanken sehen wir ganz oben. Das erste Bild ist ein bisschen düster. Es geht ihm nicht besonders gut. Andere Menschen haben ihn beschuldigt oder angegriffen. Und er musste hier einen Sieg haben. Das zeigt die kurze Vergangenheit, was ihn immer noch belastet. Aber er herrscht über diese Situation, weil die nächste Karte zeigt schon der Herrscher. Und dieser Herrscher bedeutet, dass er das beherrscht oder kann auch bedeuten, dass andere Menschen haben versucht, über ihn zu herrschen und das hat ihm nicht gefallen. Und genau das war diese große Herausforderung. Wie fühlt er sich? Das sehen wir in die linke Seite. Diese Dame, diese Königin symbolisiert dich. Und du als Frau vertrittst hier die Feuerelement. Zeigst du deine Kraft, dein Mut, deine Begeisterung, auch Leidenschaft. Und das ist seine Wahrnehmung. Aber er handelt auch, weil wir sehen unten links, er nimmt diesen Stab auch in Hand. Er wird aktiv sein. Er zeigt auch Kraft und Mut. Und dieser feurige Temperament verbindet euch. Und das bedeutet in die Liebe, Partnerschaft schon die Intimität auch. Was wird er tun? Das sehen wir in die rechte Seite. Eine rechtliche Lage. Es kann sein, dass du befindest dich wirklich in einer rechtlichen Lage. Aber wir sehen unten die Fröhlichkeit. Das wird abgeschlossen. Du wirst hier gewinnen. Es muss nicht unbedingt um eine rechtliche Lage handeln, sondern kann auch sein, du bist in einer bestimmten Situation, was du ungerecht empfindest. Aber hier gibt es auch die Fröhlichkeit, eine Lösung. Kann auch bedeuten, dass zwischen euch beiden verlief nicht so gut. Das war vielleicht diese Herausforderung und waren Ungerechtigkeiten da. Jetzt kommt Annäherung, sogar eine Einladung,
Diese untere Karte rechts kann ein Fest auch sein. Einladung, Fest, Fröhlichkeit, also kommt eine Wende. Was verbindet euch? Das zeigt die Karte in die Mitte. Das sind die ungarischen Buchstaben und die alte Schreibweise, die sogenannten Rovas-Irash, so ähnlich wie bei Germanen die Runen. Heute haben wir die Buchstabe L. Was bedeutet für dich dieser Buchstabe? Wenn du das im Kommentar schreibst, dann freue ich mich darüber. Für mich bedeutet L Lars oder Laura oder Leverkusen oder ein Beginn lang, langer Weg. Die alte Schreibweise ist in die Mitte und das hat eine symbolische Bedeutung. Das ist wie ein Zelt, aber verriegelt. Und das bedeutet Verschlossenheit. Und das ist wie ein Zaun, kommt nicht jeder rein. Und das trifft auch Entscheidungen. Das symbolisiert dein Zuhause, aber du lässt nicht jeder Mensch in dein Zuhause ein. Oder er möchte zurückziehen. Da zeigt diese Verschlossenheit. Aber dieses Symbol bedeutet auch einen gewissen Schutz. Schützt euren Zuhause. Die Tagesenergie sehen wir unten in die rechte Seite. Diese junge Dame ist im warmen Wohnzimmer, gemütlich, aber draußen ist stürmisch. Und das ist nicht unbedingt angenehm, dieser Blick, aber das ist alles draußen. Und du bist beschützt und du bist zu Hause, kann nichts passieren. Auch wenn rundherum brennt und alles scheint so schwierig sein, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Also du bist in Sicherheit. Und das war diese Aufnahme. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst oder schreib deine Meinung im Kommentar oder was bedeutet für dich Buchstabe L. Ich freue mich auch, wenn du mich besuchst in Facebook-Seite Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.